Willkommen zum großen Abschluss beim Thema XXL Wachsvergleich auf einer dunklen bzw. hier schwarzen Metallic Oberfläche. Wir hatten diverse Videos für euch am Start auftragen, das Zwischenfazit und auch nochmal das ganze Thema Hitze beleuchtet. Auch den Punkt, dass die Wachse hier doch arg leiden müssen. Selbst nach dem ersten Update gab es hier schon den einen oder anderen Kandidaten, der echt schwächeln musste. Und jetzt sind effektiv 3 Monate vergangen. Wir haben einen harten Sommer hinter uns mit extrem heißen Temperaturen. Die Lacktemperaturen waren auch richtig heftig. Selbst bei weißen Fahrzeugen. Das Fazit schauen wir uns ja nochmal in einem extra Video an. Heute hier für die schwarze Lackoberfläche. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel hier an Wachs noch übrig ist. Wir haben ja Kandidaten dabei, die effektiv 2 Monate halten sollen, laut Hersteller. Wir haben Kandidaten dabei mit 3 Monate. Wir haben auch hier vorne das 12M mit dabei, bis zu 12 Monate Standzeit, also ein ganzes Jahr. Und auch das Dr. Wack hatten wir dabei, das Lackbalsam mit ca. 9 Monaten, laut Hersteller. Und hier bin ich jetzt echt gespannt, wie viel nach 3 Monaten übrig geblieben ist, bei ganz normaler Alltagsnutzung. Also ein Daily Driver, jeden Tag unterwegs und hin und wieder auch eine kleine Kurzreise. Und wir hatten auch kein Shampoo im Einsatz, was irgendwie eine zusätzliche Versiegelung draufbringt. Also die nackte, reine Leistung musste hier von den Produkten gezeigt werden. Das Auto ist hier auch kein Garagenwagen, kein Wochenendfahrzeug, immer auf Achse. Und das Fahrzeug spiegelt einfach die breite Masse von euch da draußen wider, die ihr jeden Tag unterwegs seid, hier Arbeitsweg, Wochenende mit der Family unterwegs. Und ja, wie viel ist übrig geblieben? Das schauen wir uns jetzt an. Ich hatte ja überall diese Klebebänder hier draufgeklebt, um so eine gewisse Einteilung auf die Fläche draufzubringen, wie so ein riesengroßes Schachbrettmuster. Und mit dem Wassernebel können wir das einfach mal sichtbar machen. Und wir gehen gleich im Anschluss in die Nahaufnahme und schauen, ob diese Felder hier noch irgendwo sichtbar sind. Das sollte eigentlich ausreichen hier vorne. Und dasselbe machen wir auch hier auf der Fahrerseite. Und dann sollten wir irgendwas an Abgrenzung sehen. Und das schauen wir uns jetzt mal aus der Nähe an. Und ihr habt jetzt erstmal den perfekten Blickwinkel hier für den hinteren Bereich. Und ihr seht es selbst auch jetzt im Bild vor euch. Es ist nichts mehr zu sehen an irgendwelchen Einteilungen oder Abgrenzungen. Auch hier in der Nahaufnahme sehe ich keinen Bereich, der irgendwie stark hervorsticht, dass wir hier schöne runde, schöne Perlen haben und da einfach noch der gewisse Lackschutz vorhanden ist. Also das Thema ist wirklich auf der gesamten Fläche beendet. Also es gibt kein Wachs, was jetzt hier irgendwie noch positiv auffällt, wenn ich hier drauf schaue. Und wir können auch nochmal die Position ändern. Ich denke mal, den Großteil werdet ihr auch jetzt schon in der Kamera erkennen. Hier ist auf den ersten Blick nichts mehr zu erkennen. Auch beim 12M leider nichts mehr vorhanden. Auch hier jetzt nochmal aus einer anderen Kameraposition. Es ist wirklich leider nichts mehr da. Die meisten Wachse sollten ja so eine Haltbarkeit von maximal 3 Monaten haben. Und nach den 3 Monaten sind effektiv alle Wachse tot. Das war aber auch ein heftiger Sommer. Und auch das 12M, ich sage es nochmal, muss sich hier echt geschlagen geben. Das gibt auch bei vielen sehr unterschiedliche Ergebnisse. Hier habe ich echt erwartet, dass das noch etwas länger hält. Aber auch hier nach 3 Monaten effektiv kaum noch was vorhanden. Jetzt gehen wir mal mit dem größeren Wasserstrahl drüber und schauen mal, ob man hier vielleicht noch das ein oder andere Wachs sichtbar machen kann. Wir starten mal hier vorn. Und ich denke mal, wenn man das hier großzügig einsprüht und wir lassen den Rest des Wassers hier mal runterlaufen. Und dann sehen wir hier vorne beim Soft 99 12M, dass das Wasser jedoch etwas besser aufreißt. Hier trennt sich das jetzt langsam auf der Dachmitte und läuft dann ganz langsam nach unten. Also die Wachse hier im zweiten Bereich, auf der zweiten Reihe sind komplett tot. Auf der dritten Reihe auch hier auch komplett vernichtet. Hier vorne beim 12M haben wir noch vielleicht die allerletzten Reste. Hier in der Mitte beim Bildhember und hier vorne beim Petzolds Premium Wachs, da ist auch effektiv nichts mehr drauf. Ja, also ihr seht ein deutliches Ergebnis, die Hitze hat hier auch die Wachse effektiv vernichtet. Ich sprühe jetzt auch nochmal hier den hinteren Bereich ein. Und wie sieht es hier aus? Wasserfilm zieht sich ganz flächig langsam zurück. Hier hatten wir Richtung Mirrorschein noch das ein oder andere positive Wachs, auch King of Gloss. Ja, 3 Monate. Aber ich sage dazu, diese Wachse sollen ja auch maximal nur 3 Monate halten. Es wäre jetzt ein Wunder, wenn die jetzt noch top hier drauf wären. Das wäre super, aber wird auch nicht vom Hersteller so angegeben. Also bei diesem Hardcore-Einsatz, bei diesem alltäglichen Standard-Einsatz von so einem Auto, werdet ihr die 3 Monate echt schwer erreichen. Da müsst ihr noch zusätzlich mit einem Versiegelungs-Detailer oder was auch immer noch mithelfen. Hier bei dem Wachs alleine
kommt das echt an seine Grenzen. Also kein Wachs kann hier noch irgendwo Großleistungen aufweisen. Schauen wir uns auch nochmal hier den Beifahrerbereich an. Aber der Wasserfilm liegt hier drauf wie so eine Lackschicht. Sieht kaum noch auf. Also wir haben diesen nackten, stumpfen Lack, der jetzt wieder vorhanden ist. Effektiv kein Wachs mehr drauf. Und deswegen, ja, 3 Monate ist wirklich so das Maximum, vor allen Dingen bei diesem extrem strengen Sommer. Wenn ihr hier das noch mit einer Pflege unterstützt, könnt ihr das Thema noch länger durchhalten lassen. Aber das Wachs allein oder die Wachse, die jetzt drauf sind, in so einem Hardcore-Einsatz, da wird es schon schwierig. Und zum Abschluss jetzt das Fazit für unseren XXL-Wachstest. Wir hatten jede Menge Wachse für euch im Einsatz auf einem Auto, was millionenfach durch Deutschland fährt und effektiv den gleichen, ja, Witterungsbedingungen ausgesetzt ist wie viele andere Fahrzeuge auch. Und das steht hier stellvertretend für alle typischen Alltagsfahrzeuge, Arbeitsweg, die Kinder zur Schule bringen und am Wochenende eine kleine Kurzreise. Also die größten Belastungen, die so ein Fahrzeug hier erfahren kann, keine Garage, kein Wochenend-Sommerfahrzeug oder Saisonfahrzeug, hier 100% im Einsatz. Und da hat so ein Wachs zu kämpfen. Also für alle Wachsfans da draußen, ihr müsst wirklich zusätzlich unterstützen mit dem passenden Detailer, vielleicht noch mit einer Versiegelung. Nur das Wachs alleine, da werdet ihr vielleicht nicht hundertprozentig glücklich werden. Auch das 12M hier vorne, diese Polymer-Versiegelung, so kann man es auch nennen, musste sich auch geschlagen geben bei diesen extremen Temperaturen. Und jetzt könnt auch ihr euer Fazit zum Thema Wachs ziehen. Seid ihr selbst so Wachsfans, tragt ihr öfters mal ein Wachs auf. Wie lange hält das bei euch? Habt ihr einen Favoriten? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und somit zählt die Kategorie der Wachse in den Einsteigerbereich. Vom Aufwand her hält sich es in Grenzen. Es gibt so das ein oder andere Wachs, was etwas zickig ist, wie zum Beispiel das 12M oder auch das ein oder andere Wachs, was hier auch noch drauf ist. Teilweise gibt es Wolkenbildung, etwas Schlierenbildung, aber im Einsteigerbereich zählen die Wachse auf jeden Fall mit zu den häufigst genutzten Produkten. Aber ihr könnt halt einfach kein Jahr Standzeit erwarten. Es gibt durchaus Meinungen, die sagen, das 12M hält bei mir ein ganzes Jahr. Die Frage ist immer, ist das Auto wirklich auch so extrem im Einsatz gewesen? Und unterstützt man das Thema noch mit einem zusätzlichen Versiegelungsshampoo oder einem Detailer oder was auch immer, dann ist natürlich die Leistung des Produktes nicht 100% wiedergespiegelt, sondern ihr unterstützt das einfach. Und wir sehen uns auf jeden Fall spätestens beim nächsten Video hier auf dem weißen Fahrzeug wieder, wenn wir dazu auch nochmal unser Fazit ziehen und konnte vielleicht dort auf der hellen Oberfläche das ein oder andere Wachs etwas besser performen und jetzt die 3 Monate länger durchhalten. Das sehen wir im nächsten Video. Bis dahin, ciao Leute.